Inzwischen an Bord der Cajun Queen. Pierre LeBlanc ist bei seinen Kollegen als Gailey Pete bekannt. Papa hat Haie gejagt. Ich jage Haie. Es liegt im Blut. Wenn es jemand Besseren gäbe, würdest du doch ihm folgen, oder? Die Menschen haben viele falsche Vorstellungen von Haien. Wissenschaftler meinen, wir müssen koexistieren. Wie soll man mit Haien koexistieren, ne? Die wollen nur eins. Dich töten, fressen und ausscheiden. Ich sehe meine Arbeit als heilige Pflicht. Ich würde sie alle töten. Schade, dass ein Tag nur 24 Stunden hat. Heißsichtung in Frottingbahn. Mehrere Tote wurden gemeldet. Der Hai ist an einer rostigen Harpune in der linken Flanke zu erkennen. Aus dem Weg! Ich habe was zu erledigen! Ein ausgewachsener Bullenhai. Dieses Weibchen ist schnell, wild und bis an die Zähne bewaffnet. Dadurch hat es hier im Golfstrom nicht viel zu befürchten. Das Muskelwunder zieht souverän durch sein nasses Reich. Die Zähne des Raubtiers werden komplett zur Schau gestellt. Ich spiele keine Spielchen. Den Hai fange ich mir. Diese Zähne. Oh, der Hai wird toll über dem Kamin aussehen. Gleich gibt's ab. Sehen wir sie an Deck, oder? An Bord der Cajun Queen überprüft Gailey Pete den Fang des Tages. Ja, das ist das Eisen meines Vaters. Aber das ist nicht der Hai, nicht der, den ich gesucht habe. Woher ich das weiß? Zu klein. Sieht der etwa mega aus? Na, sieh mal an. Sie ist noch am Leben. Hallo. Wie geht's denn deiner Mutter? Wow, warum hast du das getan? Wenn ich sie beim nächsten Mal erkenne. Wenn ich sie aufspieße. Der Überlebensinstinkt des Jungtiers setzt ein. Du solltest vielleicht die blöde Kamera... Großwildjäger behauptete einst, dass ein Tier nach dem Genuss von Menschenfleisch seine natürliche Beute aufgibt und die tödliche, zielstrebige Suche nach dem gefährlichsten Wild aufnimmt.
verletzt, was ihn zwingt, sein Leben zu überdenken und in der Zukunft vielleicht andere Entscheidungen zu treffen. Als Folge von industrieller Verschmutzung und Abwasser wurde der Dead Horse Lake 1996 als Superfund-Standort ausgewiesen. Einige Treppenbarsche haben sich in der Nähe der nuklearen Kühltürme niedergelassen. Eine tolle Gelegenheit für den Hai, um auszuprobieren, ob Gammastrahlen wirklich Superkräfte verleihen. Selbst für einen Hai ist Zeit für sich allein wichtig, um nüchterne Selbstreflexion zu betreiben. Ein Albtraum mit Fangzähnen. Der Barracuda. Barracuda. Die meisten denken bei diesem Wort an den Titel eines klassischen Rocksenders. Schon gewusst, dass es auch ein Fisch ist? Nun, es stimmt. Die Heimsuchung des Sumpfes. Bayou Willy. Herkömmliche Methoden sind gescheitert. Daher senden die Behörden eine bunte Gruppe von nicht ausgebildeten Personen ohne Lizenz aus, um Hai gegen Delfin, Orca gegen Riesentintenfisch, Boot gegen Pfeiler. Wenn es um Überlegenheit geht, ist der Wettbewerb meist tödlich und der tödliche Bartender, Bobby Bojangles. Zurück an Bord der Cajun Queen. Das ist Kyle, mein Sohn. Er ist nur den Sommer hier. Studiert Meeresbiologie. Ich kann mit einer Hand Haken anbinden. Er kann sich mit zwei kaum die Schuhe binden. Muss er von seiner Mama haben. Ja. Ich habe meinem Vater das ganze Jahr geholfen. Haben viel Zeit zusammen verbracht. Aber wir standen uns nicht nahe. Er war Haifischjäger. Sonst nichts. Wenn jemand den Megahai erwischt hätte, wäre er es. Ich dachte, es wäre ein entflohenes Experiment der Regierung. Junge, er wollte diesen Hai. Unbedingt. Hat ihn mal gefunden, aber nicht gefangen. Was ist mit deinem Vater passiert? Was ist passiert? Hört mal. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit für Fragen. Ich habe zu tun. Sicher, es wäre praktischer, einfach die Strände zu schließen. Aber warum sollte man das tun, wenn man einfach eine Truppe bewaffneter Einheimischer auf... Sagt, was ihr wollt. Diese Landstreicher sind gute Arbeiter. Im Gegensatz zu meinem missratenen Sohn Kyle. Deshalb bezahle ich sie dafür, dass sie nach dem Hai Ausschau halten. Golden Shores wurde als Feriendomizil für Wohlhabende gebaut. Mit spektakulärem Meerblick, privatem Strandzugang und einem Tor, um die Einheimischen fernzuhalten. Der Bayou-Rabauke. Der Mississippi-Alligator. Jahrzehnten ist Rosie ein Star im Big Beef Bayou Buddy Stunt Show. Aber unser Hai ist noch viel zu jung, um Rosies altehrwürdige Prominenz schätzen zu können. Historisch gesehen führt die Überentwicklung der Uferzone zu einer Vielzahl negativer Umweltauswirkungen. Aber du solltest mal die begehbaren Schränke im italienischen Design in den Eigentumswohnungen sehen. Königsmakrele so in Stimmung wie das Beobachten eines 73-Jährigen, wie er ein Double Bogey schlägt. Dass sie die Gewässer vor Baton Rouge als Leichtplatz gewählt haben, zeugt von ihrer Liebe zum Seniorengolf. Die Golden Shores diesen Marco aus Sri Lanka importiert und ihn zur Bewachung ihrer Gemeinde ausgebildet?
Wahrscheinlich nicht. Aber die Geschichte ist spannender, wenn wir es behaupten. Wenn es zu einem Haiangriff kommt, fühlen sich die Einheimischen von Port Clovis oft angestiftet, alle Meeresbewohner entlang der Küste zu töten. Diese Art von Angriffen unterstützt die These, dass die Jahrhundertwende von apokalyptischen Veränderungen geprägt sein würde. Die Überladung mit genverändernden Mutagenen hat der Haien einen asymmetrischen Vorteil. Der Sultan der Geschwindigkeit, der Mako-Hai. Zackenbarsche haben Wachstumsringe, anhand derer Wissenschaftler ihr Alter und ihren Geschmack bestimmen. Der wilde Krabbenfischer, Pookie Paul. Zurück auf der Cajun Queen. Die Spannungen erreichen einen neuen Höhepunkt. Kyle, kannst du keine Angel auswerfen? Kann ich, aber der hier ist 6 Meter lang. 15. Wie auch immer. Wenn du es nicht kannst, mache ich es selbst. Der alte Mann mit einer Hand. Naja, vielleicht solltest du keine Babyhaie verstümmeln. Was hast du? Nichts! Der Junge kann keinen Ball fangen. Will mir zeigen, wie man Haie jagt. Könnt ihr das glauben? Ich meine, ich kam hierher mit dem Gedanken, es wäre gut für die Vater-Sohn-Beziehung. Aber jetzt? Keine Ahnung. Ich könnte mich nach einem anderen Ferienjob umsehen. Hey, nicht jeder ist zum Fischer gemacht. Ich hoffe nur, dass diese ganze Uni-Sache für ihn funktioniert. Der berühmte Pier 1 von Sapphire Bay bietet Besuchern eine Menge Skiball, Popcorn-Garnelen und elegant besprühte T-Shirts. Ab 1946 begann WZUZ mit der Live-Übertragung der Country-Varieté-Show Hillbilly Hayloft Hoedown von Pier 1. Die Gründerin von Amerikas größtem High-Finning-Unternehmen, Mama Maybelle Bryant, hat mittlerweile eine ganze Flotte Freizeitboote gesammelt. Ihre missratenen Söhne Randall und Tyson lotsen sie oft in der Sapphire Bay herum. Lazy Eye war früher mein Lieblingsort. Da gab es einen Wärter namens Emil. Der hatte immer den besten Maisschnaps. Jetzt haben sie es da automatisiert. Ich sag euch, es macht viel weniger Spaß, mit diesem Computer zu trinken. Wie bei den meisten amerikanischen Städten waren die Gründer von Port Clovis Freimaurer und wahrscheinlich Illuminati, die sich in geheimen UFO-Basen trafen, um luziferische Blutrituale durchzuführen. Die evolutionäre Sensation, der Hammerhai. Der Bullenhai sieht und überwindet die deutlich überlegene Tiefenwahrnehmung seines Gegners. Detroit Lake sollte beschämend sein, nicht wahr? Aber in Port Clovis haben sie ein Denkmal aufgestellt. Man muss wohl in irgendwas der Beste sein. In den 1920er Jahren war der Pier von Sapphire Bay Schauplatz einer Sammlung von Karussellen,
Holzachterbahn und Gruselkabinetten, die in einer Reihe von tragischen Bränden zerstört wurden. Das Angelwunder. Candyman Curtis. Dies war der einzige bekannte Lebensraum des gefleckten Küstensperlings. Aber wie ihr wisst, sind sie 2007 ausgestorben. Man muss 3 Stunden trainieren und $8 bezahlen, um ein offizieller Haifischjäger zu werden. Aber nur wenige Leute interessieren sich für die Formalitäten. Der Hoosier Hitzkopf, Fähnrich Tyler Dixon. Die Gesellschaft reagiert mit Abschreckungsmaßnahmen. Aber die Menschheit ist letztendlich nicht in der Lage, die Vergeltung der Natur aufzuhalten. Bei Einbruch der Dämmerung ist Pete überraschend entspannt. Das ist eine gefährliche Arbeit. Nichts Neues für mich. Aber ihr wollt was Gefährliches sehen? Seht mal da. Das ist PT-522. Mein Vater hat das von Guadalcanal. Er war bei der Marine im Pazifikkrieg. Das Boot fuhr mit 16 Mann aus und kam am Tag darauf mit 3 zurück. Er hat all das überlebt, nur um hier im Golf zu sterben. Was ist mit ihm? Der Junge mag es nicht, wenn ich das sage. Aber mein Vater, sein Opa, wurde von einem Megahai getötet. Tut mir leid. Ein prähistorischer Fisch, der vor 2,6 Millionen Jahren ausgestorben ist. Hab's gesehen. Du warst ein Kind! Entdecken Sie nicht die ganze Zeit neue Tiere? Irgendwie, naja, nicht wirklich. Oft sind es nur Artenverbesserungen mit anderen Namen. Und auch sowas wie falsch geschriebene... Junge, ich sage nur, dass es Dinge im Wasser gibt, die nicht in deinem Lehrbuch stehen. Bleib dran! Vielleicht lernst du diesen Sommer etwas. Wie auch immer. Der Ozean ist weit. Und ein Großteil wurde von der Menschheit immer noch nicht erforscht. Vielleicht sollte Kyle das fiebrige Geschwafel seines Vaters nicht so schnell abtun. Mach dich bereit, Junge! Jetzt geht's mit Schmackes an! Das ist seewasserfestes Aluminium! Weiß ich da mal durch! Seht euch diese Riesenzahnreihe an! Ich hab Lust auf etwas Bullenfleisch! Dir mal Fischfutter. Kämpfe nicht gegen das Unvermeidliche. Brauchen Verstärkung. Trödelt jetzt nicht herum. Der Käfig da hat mich $3000 gekostet. Du bist ganz schön empfindlich, wie? Siehst du das Gezappel? Bist du jetzt endlich wach? Scaly Pete bleibt entschlossen. Wo ist sie? Ich weiß nicht. Groß genug, um dich zu prügeln. Kyle, leer die Kanne über ihr aus. Zum Teufel mit dir. Verschwinde!
Pack dieses Junge! Es ist Gold! Die Überbleibsel des Boots taumeln und sinken dann langsam in Richtung Meeresgrund. Der Hai ist nun im mittleren Alter und beginnt einen neuen Kampf gegen die systematische Altersdiskriminierung. Die alten Griechen glaubten, dass König Poseidon die Gewässer beherrschte, während sie hier in Prosperity Sands von Luxury Leisure Groups International regiert werden. Es ist Zeit fürs Abendessen. Aber wird unser Bullenhai-Weibchen sich anpirschen und zubeißen? Caviar Key beinhaltet Painted Sails. Ein 5-Sterne-Resort, das über den Überresten von Tunimacha errichtet wurde. Einer präkolumbianischen Stadt, die einst die fortschrittlichste Zivilisation des alten Amerikas beherbergte. Der Herrscher der Tiefsee, der weiße Hai. Der Hai wird oft als König der Meere bezeichnet, was ihm ein verzerrtes Bild eines Monarchen der modernen Gesellschaft verleiht. Der Hai kehrt in die Grotte zurück, um sich auf seinen persönlichen Wandel zu konzentrieren. Pete, was ist in den Fässern drin? Fischfutter. Pete, was das auch ist, kannst du es bitte lassen? Wir schnappen uns den Hai. So oder so. Es ist nur, dass das unnötig destruktiv erscheint. Ich meine, es ist nur ein Hai. Da gibt es ein ganzes Ökosystem. Ein Hai hat meinen Jungen getötet. Peter, hör zu, ich verstehe. Willst du noch weiter darauf rumreiten? Der Küstentourismus in den USA nimmt weiter zu und verleitet Millionen von naiven Amerikanern zur Bestechung von Sonnenschirmverleihern. Obwohl die Jagd auf Bullenhaie 1997 als illegal erklärt wurde, umgehen viele Haifischjäger das Verbot, indem sie ihm keine Beachtung schenken. Ich weiß nichts über Raves. Aber wenn man nachts am Strand ein Nickerchen macht, bittet man doch nur darum, gebissen zu werden. Die Gewohnheit des Menschen, sie als liebenswerte Comicfiguren zu zeichnen, widerspricht der Tatsache, dass Meeresschildkröten grantige Tiere sind, die Knochen zerbeißen können. Zufällige Mutationen sind nicht zufällig. Sie erfordern große Mengen von Mutagenen als Katalysator. Ein schwarz-weißes Tier greift an. Der Orca. Orcas waren einst die Hauptattraktion von Meeresthemenparks. Jetzt haben sie noch einen neuen Lieblingstrick. Töten. Auch wenn eine ökologische Katastrophe durchaus denkbar ist, sollte man die Gewinne von Exxon Petroleum im vorherigen Quartal mitnehmen. Wer den T-Rex als Lieblingssaurier hat, ist langweilig und einfallslos und muss einen anderen Lieblingssaurier wählen. Der gut genährte Gigant, Butcher Boy Brady. Einmal akzeptiert, dass unsere moderne Industrie nur eine von vielen ist, die Aufstieg und Fall erlebt, kann man unserem unvermeidlichen Zusammenbruch gelassen entgegensehen.
Folge des Films Free Willy war, dass Tausende von Familien Orcas als Haustiere mit nach Hause nahmen. Der unersättliche Pottwal muss täglich über eine Tonne Nahrung zu sich nehmen, die hier im Golf größtenteils aus Hammerhaien besteht. Wale galten im Allgemeinen als bis sie in den 70er Jahren durch die Aufnahme einer Reihe von Hit-Alben ein brandneues Image erhielten. Dem Haiwei läuft die Zeit davon, denn die Jäger sind bereits mit ihrem Sprengstoff auf dem Wasser und der Geduldsfaden ist kurz. Jedes Jahr werden schätzungsweise 100 Millionen Haie getötet. Also wird es bedeutend mehr Tode auf Seite des Menschen geben müssen, um die Sache auszugleichen. Kai hat als Teenager echt gern getaucht. Dieses Museum ist der erste Ort, an den ich ihn nach seiner Zertifizierung hinbringe. Ein Killer unter den Walen. Der Pottwal. Zeiten wurde mit Pottwalöl praktisch die Welt betrieben. Jetzt können wir sie nur aus der Ferne beobachten und davon träumen, den wunderbaren Walrat aus ihrem Schädel zu zapfen. Die Prominenz der Küste, Lieutenant Shannon Sims. Für den Haikopf ist angestiegen. Im 18. Jahrhundert waren Turtle Frolics in den USA beliebte Versammlungen, bei denen die Gäste Schildkröteneintopf aßen und die Einführung der Sklaverei zelebrierten. Benjamin Franklin war erstaunt, wie schnell er im Anschluss an seine unzähligen Vergnügungsreisen nach Paris über den Golfstrom nach Amerika zurückkehren konnte. Zahlungskräftige Zeitbombe, Mama Maybell. Die Mailbox-Bahn. Der große Fisch zeigt sich unbeeindruckt und stellt sich kühn dem Kampf um den Mord Clovis. Der Vollmatrose, Kommandant Percy Metcalf. Frevler der Flotten, Captain Robert Bruntlett. Das Bullenhai-Weibchen greift hartnäckig an, als der Konflikt eskaliert. Die rote Flut zu begrüßen ist in Port Clovis zu einer jährlichen Tradition geworden. Jedes Jahr im Juni versammeln sich die Einwohner, um den düsteren Vormarsch der giftigen Algenblüten an der Küste und den Stränden der Stadt zu beobachten. Pete hat ein neues Boot. Es scheint einige Funktionen zu haben, die für die zivile Nutzung wohl nicht ganz legal sind. Hast mich gefunden. Und nun? Pete, ich weiß nicht, was das alles ist, aber du machst uns Angst. Wovor musst du denn Angst haben? Bist du ein Hai? Pete, ich will das nicht, aber wir müssen wohl die Polizei einschalten und eventuell die Küstenwache. Ihr haltet mich für verrückt? Ich bin der normalste Mann, den ihr je gesehen habt. Es war nicht leicht, aber wenn etwas... ein Hai mir alles nimmt, gebe ich ihm dieselbe Chance, die mein Junge hatte. Keine! Und jetzt runter von meinem Boot, oder ich töte euch auch. Was zur Hölle? Ich hoffe, ihr habt Hunger!
Heute Abend gibt's Haifisch, Etoffee! Hallo, Liebes. Wie du siehst, bin ich heute vorbereitet. Ich werde dich nicht schön hier. Stirb endlich! Kannst du schneller schwimmen als ein Torpedo? Wir beide werden noch Freunde. Du bist ganz schön groß. Was ich tun werde! Ich schätze, hier gibt es eine Lektion zu lernen. Darüber, wie die zunehmende Kommerzialisierung der Natur die Menschen auf Kollisionskurs mit einer Umweltapokalypse gebracht hat. Doch dies ist eine einfache Fernsehserie, in der Leute zusehen, wie Haie Menschen und Menschen Haie töten. Also, bis zur nächsten Angelsaison. Das war Shark Hunters vs. Man Eaters.